Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe gerade eben versucht, ein Unboxing zu machen, was mir nicht so wirklich gelungen ist, weil es ein bisschen ausgeartet ist. Also ich habe es ein bisschen länger gemacht als gedacht und habe auch gleich alle Produkte gemacht. Deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt hier nochmal einzeln ein Video zu den verschiedenen Produkten, damit ihr da ein bisschen mehr vorstellen könnt. Und zwar geht es um die ganze HDMI-Geschichte, vorbereiten auf PS5, PS4 Slim oder so kompatibel machen mit optischen, also so eine Multilösung eigentlich. Wir fangen jetzt als erstes an mit dem, den ich hier am nächsten bei mir liegen habe, der Matrix, den mache ich dann nachher, mit dem HDMI 2.2 Repeater, Scaler und Audio. Den habe ich euch im letzten Video vorgestellt. Das ist ein HDMI 1 zu 1 mit einem, also praktisch macht ein HDMI-Signal auf ein anderes, also leitet weiter sozusagen, greift vorher aber das Audio ab. Der kann, also hat HDMI 2.0, HDR kann er, das Audio abgreifen logischerweise, HDCP 2.2, Edit-Steuerung hat er, also 4K 60 FPS auch. Das heißt, wir haben hier einen Eingang mit hier dem Strom. Hier ist die Edit-Steuerung, das ist in einem Buch erklärt, wie das funktioniert. Und hier ist HDMI raus und optisch und ein Klinke. Ich richte euch mal nach unten, weil viele mal fragen, wie schließt man das an? Ist eigentlich ganz leicht. Aber ich will jetzt nicht nur so für euch jetzt zeigen, wie man das anschließt. Ich will euch auch gleich noch ein paar Tipps geben. So, wir haben hier einmal einen optischen. Ich habe noch einen alten optischen, weil die guten optischen, sie sind alle verbaut. So, wir haben hier verschiedene HDMI-Kabel. Die kennt ihr alle. Ganz normale HDMI-Kabel. Oder hier soll ja ein, der gesleeved ist. Oder den nochmal so einen ganz normalen. Oder wo haben wir den an? Achso, der ist runtergefallen. Oder sogar so einen hier, der so gekippt ist. Grundsätzlich funktioniert das alles damit. Aber die Betonung liegt auf aber. Passt bitte auf, dass dieses HDMI-Kabel, was ihr denn benutzen wollt, auch ja, HDMI 2.0 fähig ist und HDR und das alles kann, weil wenn ihr ein schwächeres Signal reinpackt. So, wir machen das jetzt erstmal. Ich habe hier zwei von Kabel direkt. Das ist jetzt nicht die Pro-Serie, das ist die normale Serie. Die können 4K mit 60 FPS und so. Ich glaube, die können die schon 8K, das weiß ich jetzt gar nicht. So, die schließen wir hier einfach mal an. So einfach ist das. So. Praktisch, der kommt jetzt von eurer PlayStation. Slim, sagen wir mal. Der geht jetzt zum Fernseher weiter. Dann geht es hier rein. Geht hier wieder raus. Das Audio wird abgegriffen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Astro-Headset habt oder irgendwas dergleichen oder eine Dolby-Anlage mit einem optischen Anschluss oder so, habt ihr jetzt die Möglichkeit, hier einen Optical, also so ein Toxlink, kennt ihr ja alle, anzuschließen. Ich muss nur gucken. So, zack. Und könnt den, der ist ein bisschen starr, der Kabel. Ja, ich weiß, das Kabel, ich sag trotzdem der. Könnt das dann zu eurer Anlage machen. Ich drehe euch das mal kurz um. Dann habt ihr ein bisschen mehr davon. So. Ich zoome euch auch mal ein Stück ran. So. Oh Gott. So. Praktisch. Geht rein. Geht hier wieder raus. Der optische. Den macht ihr euch dann zur Anlage oder zum Headset oder was weiß ich wo. Und schon könnt ihr euer Headset oder eure Dolby-Anlage selbst für die PS4 Slim nutzen. Oder halt einen anderen optischen, wenn ihr zum PC jagen wollt, wenn ihr eine, was weiß ich, eine Audiokarte drin habt. Ihr könnt aber auch für zum Beispiel ältere Boxen, ältere Anlagen. Ich habe jetzt leider keinen mit Cinch mehr. Ich habe nur noch mein Klinkenkabel, aber also Klinke zu Klinke von Kabel direkt.
So, das ist jetzt hier so ein Y-Verteiler. Der ist jetzt auch von Kabel direkt. Steht auch hier irgendwo drauf. Kabel direkt. Ich werde auch mal sicherheitshalber Werbung irgendwo im Video einblenden. Sicher ist sicher. Also ich habe dafür kein Geld gekriegt, aber trotzdem. Mit einer sehr hohen Qualität. Metall. Und hier ist Klinke. Und wir haben auf zweimal Klinke. Es gibt den gleichen auch von Klinke auf Cinch. Gibt es auch. Und wenn ihr zum Beispiel ältere Lautsprecher habt oder eine Bluetooth-Box oder so eine kleine Lautsprecherbox, wo ihr dann halt den Ton noch zusätzlich abgreifen wollt, warum auch immer, könnt ihr den Klinkenkabel dann hier einfach reinstecken und selbst darüber würde denn, hier ist er, könntet ihr den Ton abgreifen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Am HDMI an sich wird nichts geändert. Also was hier reingeht, 4K 60 FPS mit HDR, geht so auch hier wieder raus. Und wir haben praktisch die Möglichkeit, uns das Audio nochmal rauszufiltern, separat zu machen, um zu einer kleinen Box, Dolby-Anlage, Headset oder was weiß ich zu machen. Also überhaupt kein Hexenwerk. Aber wir haben hier hinten dann auch noch die Settings. Die stehen hier hinten drauf. Also ihr könntet auch runterscalen. Der hat nämlich auch einen Upscaler mit bei, dass wenn ihr zum Beispiel sagt, keine Ahnung, der soll von 4K 60 FPS auf 1080p runter machen, dann macht der das auch. Da steht hier hinten die Anleitung drauf, wie ihr das einstellen müsst. Alles beschrieben und hier sind die Schalter. Da wird das gemacht. Aber warum habe ich das am Anfang mit den HDMI nochmal gesagt? Weil ihr da aufpassen müsst. Es gibt ganz viele bei Amazon, bei eBay, die bieten euch wirklich an sich vom optischen her tolle HDMI-Kabel an. So wie hier, so mit richtig dicken Kabel oder manchmal auch dünn oder hier mit gesleeved, ja, wo dann so Stoff drumrum ist und Metall und sieht total toll aus. Aber da steht nicht da, was die können. Kabel direkt gibt euch eine Garantie, was da drauf steht, das können die auch. Also ich benutze nur noch Kabel direkt. Überall an meinen Geräten habe ich Kabel direkt, außer im Schlafzimmer, da habe ich nur die älteren dran. Da muss ich dann noch aufstocken. Aber da seid ihr sicher, wenn ihr die kauft, die können 4K 60 FPS, dann können die das auch. Wenn ihr No-Name-Produkte kauft und da steht, die können 4K, das hatte ich beim Kollegen. Der hat einen richtig coolen Kabel geholt, gesleeved, mit Metall, vorne, hinten, goldene Kontakte und so. Da stand auch 4K drauf. Der hat sich zwei Stück bestellt. Einer kann es, der andere nicht. Die können aber beide nicht HDR. Ja, also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Und selbst wenn ihr ältere HDMI-Kabel habt, wo ihr nicht wisst, welche Generationen das sind, und das passiert schnell, weil es nicht auf dem Kabel draufsteht. Es steht auch, würde ich mir auch wünschen, dass hier vielleicht mal so ein Standard in ganz Deutschland durchgesetzt wird, auf dem HDMI oben, welcher Standard das ist. 1.4, 2.0, 2.1. Das wär wirklich mal, dass man das nachvollziehen kann. Aber es gibt da halt auch ein Gesetz jetzt neuerdings, seit Anfang diesen Jahres ist es, glaube ich, die Hersteller dürfen nicht mehr raufschreiben HDMI 2.0, 2.1 mit den neueren, um die Kunden nicht zu verwirren. Ja, das stand im HDMI-Forum. Totaler Schwachsinn, aber okay, wenn sie der Meinung sind. Aber da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Also da kann es auch sein, wenn ihr einen alten HDMI-Kabel rausfummelt und den hier reinmacht und dann auf der anderen Seite raus. Also von der PlayStation 4 rein und zum Fernseher raus und der kann das nicht wiedergeben, der alte, den ihr noch im Schubfach habt. Da habt ihr Bild, aber kein Ton. Oder habt grünes Bild mit einem schlechten Ton oder einem guten Ton mit grünstückigem Bild oder Bildaussetzer oder ihr habt gar nichts. Das ist immer unterschiedlich. Also das kann ich euch nicht sagen. Da steckt man in der Materie nicht drin. Also da müsst ihr ein wenig aufpassen, was ihr da nimmt. Ja? Und wirklich vertraut, weil viele, also den werden wir auch noch testen nachher. Lest bitte bei Amazon die Beschreibung bei solchen Produkten gut nach. Deswegen habe ich mich auch die ganze Zeit schwer getan, neue zu kaufen, weil die meisten können HDMI-Eingang, Ausgang, aber kein HDR. Dann wird kein HDR ausgegeben. Oder können es halt nicht richtig abgreifen. Oder bei dem, ich habe noch so einen Teil von 1 auf 2, macht HDMI ein, Eingang rein, auf 2
kann aber nur 4K mit 30 FPS. Wir wollen aber 60 FPS behalten, wir wollen ja nicht schlechter werden. Das steht aber meistens nur im Kleingedruckten. Oben in der Überschrift steht HDMI 1 zu 2, 4K HDR. Ja, aber und dann im Kleingedruckten steht dann halt nur mit 30 FPS. Da müsst ihr halt wirklich nachgucken. So, haben wir das erste abgearbeitet. Dann würde ich sagen, ich mache hier einen Cut, wenn es euch geholfen hat. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, wenn ihr Fragen habt. Kontaktiert mich, also schreibt einfach unten in die Kommentare. Ich werde mein Bestmögliches tun, um euch eure Fragen zu beantworten. Im nächsten Video wird es dann um den HDMI 1 zu 2 gehen. Und danach machen wir den Matrix. Und dann will ich es ja auch noch anschließen nachher. Und da werde ich euch auch noch ein bisschen was zeigen. Wird noch lustig. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi. Sagt euer Odin.